willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. Und so, wir sind auf dem Weg wieder zum Feld. Wir müssen noch ein paar Ballen abholen. Razix, Jürgen hilft uns beim Verladen. Das ist ganz praktisch, weil dann sind wir ein bisschen schneller. Franz musste leider los. So. Gleich mal wieder rein hier. Die letzten Ballen. Und dann reicht es auch mal für eine Weile, glaube ich. Was wir dann an Ballen so verladen haben, das ist ganz ordentlich. Das ist mir auch noch nicht passiert. Oh, das geht doch nicht. Du musst der längs einpacken. Ja, stimmt. Machst du denn jetzt? Den Ball mal gerade hinsetzen und schmeißt du gleich alle runter. Ach, was? Bisschen Feingefühl, dann geht es. Was der da drüben so lange macht.
Wobei, da muss ich schon ein bisschen genauer machen, weil da haben wir nicht so viel Platz. Klar, das hat er hinten. Da hinten hat er ein bisschen schlecht geladen. Jo! Hier denn? Redet er nicht mehr mit mir. Mach mal die Spanngurte ran. Jürgen? Ja. Fährst du den Teleladen vorne drauf bei dir? Ja. Einmal Service. Gut, dann danke ich dir recht schön und danach fährst du dann direkt weiter zur Metzgerei? Jo, komm schon. Oder kommst du mit meinem Auto rüber zum Viehhändler? Kann ich machen, ja. Gut, dann bis gleich. Bis später. Tschö. Gut, dann verkaufen wir nämlich die restlichen Ballen. Dann sind die Felder wieder frei. Kann man wieder ansehen. Ne? Dann irgendwann nächste Woche, denke ich. Mal vorbereiten. Dann kommen wir nächste Woche, denke ich, zur Ansaat. Aber super, dann haben wir die ganzen Ballen auch mal versorgt und wir haben ja auch ein bisschen was bei rausgekriegt, also für die Produktion soweit. Das ist auch ganz gut. So kann sich's leben lassen. Fast vorbeigefahren.
Ja, mei, guck dir das mal an. Das ist ein Drehschimmelfanny. Ja, mei. Bin ich reingezogen wie in so ein Profi, ne? Aber das war wirklich, das war auf Anhieb. Und zwar ratzefatz war ich da drin. Hi, da bin wir. So. Gut. Dann warte mal, dann rufe ich doch gerade mal den Neumi an. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Volker hier. Servus. Servus. Du, ich wollte mal wissen, was jetzt das ganze Stroh, was der an dich überwiesen hat. Ich habe das sogar schon weitergeleitet, tatsächlich. Weißt du trotzdem, wie viel das war? Ja, 5.000. Gerade eben kam nochmal was an, ne? Ja, das habe ich gerade eben auch überwiesen. Oh ja, supi. Gut, danke dir. Wie schaut's denn aus mit dem... Ne, warte mal, war das Auto, gell, was ich von dir noch wollte? Ja. Okay, ne, dann passt's. So. Gut, dann danke dir. Bitte. Tschö. So. Moin. Hi. Jungs, sagte. Ja, alles gut. Ja. Wo ist denn die Metzgerei eigentlich? Beim Edeka. Okay. Bin ich mal gespannt, wie das da aussieht. Und du, was machen deine Geschäfte? Jo. Ja, das hört sich ja begeistert an. Feld an ihr seht, sonst momentan nicht viel. Du. Ich hab das Gefühl, du bist falsch gefahren. Nee. Doch, du bist einmal falsch abgebogen. Ich? Nee. Ach. Hättest vorne links und dann gleich wieder rechts können. Dann wärst du hier von links gekommen. Ah, das ist egal. So. In Grünstedt. Nee, was? Baumstedt war das hier. Nee, was? Wie hieß das? Ich weiß gerade selber nicht. Ah! Junge, pass doch auf, ey. Oh, knapp, ey. Ich hab das Auto erst gekauft vorgestern. Echt? Jo. Wie hast du denn geblecht? 32. Das ging ja noch. Ja, trotzdem. Sind wir. Ach, da sind wir schon. Jo. Okay. Dann bin ich mal gespannt, ne? Ja. Ja, wann haben die denn hier angebaut? Ah, oh, das ist schon ein paar Jährchen her. Ja, sieht aber gut aus. Okay. Hä? Noch gut im Schuss. Jo. Was gehört denn alles dazu? Also die Halle und das alte Ding hier, oder was? Alles, was hier eingezäunt ist. Wenn das eingezäunt ist, dann laufe ich mal den Zaun ab. Oh, da hat es auch so einen kleinen Park, das ist ja schick. Kleinen Erholungsweg. Okay. Oh Gott. Jürgen! Silos, ey, die kann ich ja.
Kann ich ja fast abreißen. Gut, naja. Dann gucken wir mal. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.